Willkommen zurück zu Super Mario World. Und wenn euch wundert, wieso bist denn du jetzt da? Du warst doch schon in dieser super geilen Groovy World. Ja, da war ich auch schon. Aber ich musste ja immer speichern gehen, weil wegen und so. Weil ich benutze ja keine Save States und so. Naja. Ich habe zwar gerade tierische Kopfschmerzen, aber ich habe auch tierisch Bock, jetzt zu spielen, weil ich habe eigentlich gute Laune, wenn da nicht mein zuckendes Augenlid wäre und diese Kopfschmerzen. Aber Leute, wisst ihr was? Ich habe heute tatsächlich eine Zusage für eine neue Wohnung bekommen oder überhaupt für eine Wohnung. Meine erste eigene Wohnung. Yay, meine ersten eigenen vier Wände. Ich weiß noch nicht, wann ich einziehe. Ich denke mal, ich werde so Mitte Januar einziehen. Und Leute, ihr könnt euch echt sicher sein, dass ich mich enorm darauf freue. Und ja, ich hätte noch eine andere haben können. Ich habe heute zwei Zusagen quasi bekommen. Aber die Wohnung, die ich mir jetzt ausgesucht habe, die gefällt mir einfach noch einen Zacken besser und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr darüber, dass ich da einziehen darf. Natürlich muss ich jetzt erst nochmal durch diese Prüfung durch, ob ich auch genug verdiene und so. Und ja, und dann fehlt noch der Mietvertrag. Und ja, so ist es angedacht. Und dann wird alles schön und ich kann mir mein Leben so einrichten, wie ich Bock habe, meine Wohnung und ja, das wird auf eine Art super stressig, aber auch wunderschön, weil es ist mein Leben. Ich kann das machen, wie ich möchte. Ich wohne nicht mehr bei Mama. Es hat irgendwie was von, ich werde erwachsen. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Weil es hat ja irgendwie sowohl als auch, finde ich. Also beide Aspekte. Sorry für das Schniefen gerade. Ich habe nur einmal geatmet und da war auf einmal dann ein bisschen Rotze dazwischen. Ja. Was soll ich noch sagen? Heute ist leider Gottes wieder Montag. Wobei es eigentlich ein schöner Montag war, wenn ich von dem Morgen absehe. Denn heute Morgen habe ich fast eine halbe Stunde auf eine Bahn gewartet. Und diese Dösels hatten es einfach mal nicht nötig, da irgendwie eine Durchsage oder was zu machen. Dass man wenigstens halbwegs Bescheid weiß oder warum oder keine Ahnung. Sind, ich weiß nicht, wie viele Bahnen ausgefallen und hat man denn in der Kälte gestanden? Na ja, gut, so kalt war es nicht, waren vielleicht 2-3 Grad. Ja, aber naja. Nervt halt schon irgendwie. Huch, nee, hier wollte ich ja gar nicht rein. Ich wollte eigentlich einen höher. Sorry. Ja. Ansonsten, was gibt's noch zu berichten? Stress auf Arbeit, aber irgendwie auch schön auf Arbeit, weil man hat einerseits enorm viel zu tun, auf der anderen Seite erkennt man so langsam das, was es mal werden soll. Einige von euch wissen es, einige nicht. Ich entwickle Software oder ich gehöre zu einem Unternehmen, das Software entwickelt. Und im Moment programmiere ich da ein bisschen rum. Ich versuch's zumindest. Manchmal klappt das ganz gut und manchmal eher nicht. Was gibt's noch zu sagen? Ja, wie gesagt, ich habe tierische Kopfschmerzen und mir zuckt das Augenlid. Das ist schon seit Sonnabend so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's schon ein paar Tage so und es nervt mich ein bisschen. Aber nun gut, ich kann es nicht ändern, es ist jetzt halt so. Und ich werde es überstehen, hoffe ich.
Dann ist letzte Woche Freitag das Release gewesen von The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ich hoffe ja sehr, dass ich es zum Geburtstag bekomme, muss ich sagen. Aber naja, mal schauen. Also zum Geburtstag oder zu Weihnachten, das ist ja quasi, ja, in unmittelbarer Nähe. Weil ich hab, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich hab bald Geburtstag, nämlich am 23. Dezember. Und, ja, an sich ist mir der Tag egal, weil das ist ein Tag wie jeder andere auch, aber wenn man dann eventuell so ein cooles Spiel bekommt, da freut man sich halt schon drauf. Also cool deshalb, weil ich habe ein paar Videos dazu schon gesehen, ich habe ein paar Bilder gesehen und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Continue and save und dann geht's im nächsten Part weiter mit Outrageous oder so. Outrageous. Tschüss, everyone.